Und hier nochmal eine neue Mission. Also gut, das wollen wir auch, eine neue. Aber hier nochmal eine kleine Geschichte dazu. Was habt ihr mit den gefangenen Soldaten aus Orange Star gemacht? Sie wurden zum Hauptquartier gebracht, wie sie es befohlen hatten. Ihr habt diese Info zu Orange Star durchsickern lassen? Ja, Berichten zufolge sammelten sie fast umgehend ihre Truppen. Wer hat das Kommando? Unsere Quellen berichten von einem Kommandanten Max. Max, tatsächlich. Wie eine Motte, die sich ins Licht stürzt. Man muss nur seine Kameraden schnappen, Gräueltaten ankündigen und schon kommt Max angerannt. Armer Antiheld. Unsere Truppen sind aufgestellt, wie sie befahlen. Dann legen wir los. Es wird Zeit, diesem Holzkopf eine Lektion zu erteilen. Bin ich mit ihm fertig, bekommt Max beim Wort Fernangriff Heulkrämpfe. Rettungsaktion. Mission 7. Was sagst du, Nell? Du willst, dass ich nicht angreife? Das sage ich doch gar nicht, Max. Ich rate dir nur, erst einmal die Lage zu sondieren. Das ist alles. Das ist doch dasselbe. Der Gegner führt im Zentrum seines Heers Einheiten des Fernangriffs. Greifst du jetzt mit deinen Truppen an, spielst ihm geradewegs in die Hände. Ich soll also gar nichts unternehmen, sie einfach davonkommen lassen? Nein, Max, nimm dir Zeit, weitere Einheiten aufzustellen. In dieser Zeit kann er den Gefangenen alles Mögliche antun. Komm schon, Nell, lass mich losziehen. Diese Soldaten sind nur deshalb in Gefangenschaft, weil wir sie vermasselt haben. Ich muss sie einfach retten. Ich kann wohl kaum noch widersprechen, wenn du es so darstellst. Aber versprich mir, vorsichtig zu sein. Hast du mich verstanden? Danke, Nell. Ich wusste, dass du wirst es verstehen. Wir sprechen uns dann später. Warte, Max. Ich hoffe, das klappt. So, ja. Ich habe hier eine richtig, richtig miese Karte mit sehr vielen engen Choke Points. Hier, hier, hier. Und hier, und bei fast jedem davon steht so ein blödes Ding. Dazu kommt, wenn ich mir zu viel Zeit lasse, wird irgendwann eine Infanterieeinheit kommen und mein Hauptquartier besetzen. Das merke ich spätestens daran, wenn dieser Raketenwerfer von meinem Hauptquartier runterfährt. Die Sache ist, ich habe noch ein bisschen Zeit, bis sie sich da hoch durchbesetzt haben. Das Allerfieseste ist, ich muss mich hier an jedem Chokepoint, also es ist wirklich so, dass ich mich durch die ganze Karte wirklich durchkämpfen muss. Und zwar Stück für Stück. Deswegen mag ich diese Mission eigentlich nicht. So. Wichtig ist hier vor allem, dass ich meine paar Panzer, die ich habe, am Leben halte. Was auch sehr hilfreich ist, ist, die Kopter am Leben zu halten. Missileinheiten hat er nicht viel, aber er hat ein paar Flak-Einheiten. Ich weiß von den meisten seiner Fernwaffen ungefähr, wo sie positioniert sind. Aber ich weiß es leider nicht mehr genau. Es ist zu lang her, dass ich diese Mission das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß zum Beispiel mal, dass rund um diese Kanone, ich weiß nicht, ob in diesen Städten oder dahinter, steht auf jeden Fall irgendwo Raketenwerfer und Artillerieeinheiten. Ich traue mich gar nicht wirklich weiter vorzugehen, aber... Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wird
Witzigerweise ist es auch relativ wichtig, dass ich diesen Raketenwerfer hier am Leben erhalte. Das, obwohl ich Max spiele. Mit Max Raketenwerfer und Artillerieeinheiten alles andere als gut sind, aber... es ist trotzdem ein großer taktischer Vorteil, wenn ich es schaffe, den Raketenwerfer hier zu positionieren, weil er mit seinen vier Feldern genau diesen Raketenwerfer treffen kann. Beziehungsweise damit das Hauptquartier vor irgendwelchen Infanterieeinheiten beschützen kann. Naja, da sind schon die ersten Distanzeingriffe. Ich hasse diese Mission wirklich. Vor allem, wenn man sie ewig nicht gespielt hat und nicht weiß, wo die gegnerischen Einheiten stehen. Wenn die ohne Kriegsnebel wäre, wäre diese Mission relativ einfach. Schlimm ist, dass ich jetzt schon einen Jagdpanzer verloren habe und der andere auf ziemlich wenig HP ist. Jetzt, wenn ich noch genau wüsste, woher der Fernangriff gekommen wäre, dann... der die Einheit hier kaputt geschossen hat, aber ich vermute fast, der kommt von dem Wald dort. Ich brauche hier mal kurz einen Speer. Okay, da ist eine Arti. Die muss auf jeden Fall weg. Auch wenn ich damit jetzt einen Kanonschlag kassiere, ist mir jetzt auch egal. Ich kann die Einheit ein bisschen reparieren lassen. Oh, ich kriege nicht mal einen. Das ist ja überaus praktisch. Noch weit genug von der blöden Kanone weg. Nur wahrscheinlich nicht weit genug, als dass ich jetzt gleich von einem Raketenwerfer beschossen werde. Habe ich zumindest das Gefühl. Jetzt, wenn ich wüsste, ob der da noch weitere Flak-Einheiten stehen hat oder nicht. Ah, jetzt weiß ich zumindest, wo der Fernangriff da hinten hergekommen ist. Wische ich den? Ich muss einen Kanonschlag kassieren, aber ich erwische ihn. Ach, ein Medium-Tank hat er da ja auch noch stehen, stimmt. Infanterie ist auch immer ein super Ablenkungsmanöver. Okay, die Luft hier scheint rein zu sein. Okay. Dann kann ich hier erstmal ein klein wenig aufräumen.
schon, Infanterie, ihr schafft das. Jawohl. Auch auf Max Infanterie ist Verlass. Den schlimmsten Teil habe ich geschafft. Den ersten. Weil ab hier habe ich genug Wälder, um mich hin und wieder mal ein bisschen anzuschleichen. Yay, da kommt seine Spezialgabe. Der Ausfallschritt. Wie viel macht denn hier ein 4 HP Medium? 26. Dann bin ich mit dem noch besser dran. Da hinten kommt doch bestimmt wieder ein paar Flak-Einheiten, oder? Sobald ich diese, ich sage jetzt mal Insel hier gesichert habe, eine Insel ist nicht wirklich, sehr nur flüssig, die hier durchfließen. Also sobald ich diesen Teil da oben gesichert habe, dann fühle ich mich erstmal wieder ein bisschen sicher. Allerdings will ich den komplett gesichert haben. Was kannst du eigentlich, wenn du dich von Max Fernwaffen kaputt schießen lässt? Nur mal so eine Frage. Der ist auch noch frei, okay. Aber mal hoffen, dass der keine Flaks da hat. Gut, dass ich den noch sehe. Ah, ist eine Flak. Aber zum Glück war sie zu weit weg. Konnte keinen meiner Kopter wegschießen. Er zieht seine Artillerie zurück. Das ist sehr schön. Das ist eigentlich eine super Gelegenheit, das Ding jetzt zu benutzen. Max maximal.
Mal so eine Frage. Wie viel macht das? Oh ja. Bitte, bitte. So. Was habe ich jetzt eigentlich noch da, um das Ding kaputt zu schießen? Das muss ich ja irgendwo mit dem machen. Den da. 38%, das reicht. Schon mal zum Reparieren hinstellen. Macht der eigentlich jetzt genug Schaden? Nö, macht er immer noch nicht. Aber der macht genug. Weit genug weg. Okay, ich wusste, da war noch was. Ja, der schießt mir jetzt meinen Kampfpanzer ein bisschen an. Ach ja, stimmt, der Raketenwerfer hinten, der sieht mich ja auch noch. Hey. Mit dem Kopf, da müssen wir jetzt erstmal den Kampfpanzer hier aufhalten. So. Das war jetzt nicht ganz so schlau. Hätte erst angreifen sollen. Der hier muss auf jeden Fall weg. Kampfpanzer zu reparieren ist erstmal wichtiger. Ach, der Raketenwerfer steht da unten genauso. So, immer schön die Kopter ausnutzen, solange ich sie habe. Jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen großflächiger meine Einheiten reparieren.